Ja, wer nachts schläft, da braucht sich nicht wundern, dass er am Tag arbeiten muss. Einwandfrei. Ja, jetzt, das kriege ich noch rum, dann ist WM. WM in Afrika. Bei der Schwarze. Wenn du vor 50 Jahren jemand gesagt hättest, WM, bei, der hat gesagt, ja, weiß nicht. Ja, aber die Schwarzen, die sind vom Ding her mittlerweile auch, dass man sagen kann, mit Sicherheit, warum nicht? Nee, ich hab da nichts gegen ein Vorurteil, aber ich hab da überhaupt kein, ich hab da gar keins mehr. Gibt sowieso viel zu viele Vorurteile, muss man klar sagen. Ne? Und manche stimmen gar nicht. Ne? Aber dass die Schwarzen kicken, ne? Das, früher hast du gesagt, die können rennen und auf geht's, wo muss ich hin? Ne? Aber dass die Fußball spielen, ne? Und die spielen ja nicht schlecht. Ne? Sie gewinnen nicht, aber technisch einwandfrei. Das ist wie im Frauenfußball. Der Frauenfußball ist technisch halt so gut, das hat mit Frauenfußball gar nichts mehr zu tun. Wenn man es mal vom Ding her. Ja, aber die Schwarzen, du musst aufpassen, die haben natürlich auch. Die, guckst mal vom Körper. Guckst mal 100 Meter Endlauf, Olympia. Von acht Läufern sind 10 schwarz. Noch nie ist ein Weiße unter 10,0. Nicht einmal 9,5. Noch nie. Einer ist mal genau 10,0. Das war ein Deutscher vor Hand gestoppt. Ne? Olympia, der hat gewonnen. Ne? Das war das Ding. Ne? Oh, die rennen schon. Ne? Genau 10,0. Ne? Ja, guckst du mal heute im Vorlauf, wenn noch ein paar Weise, ne, aus Versehen. Ne? Wenn der erste Weise im Ziel ist, ne, da hat der Bolt schon geduscht. Ne? Ne, da raucht er schon die erste. Ne, dass er ein bisschen. Ne, nicht, dass er aus dem Stadion rennt. Ne? Aber die können rennen so schnell, wie sie wollen. Weiß werden sie trotzdem nicht. Ne? Ja. Aber ich sag halt auch immer, die Hautfarbe allein, ne, das ist auch nicht immer. Na, guck dir doch das Ding an, der Kreuz. Wie heißt der? Der Weltretter. Der Amerika, der Obama. Den haben sie gefeiert wie der Podolski in Köln. Ne? Ja, aber ja, und jetzt? Ja. Guckst du mal, wo Köln spielt nächstes Jahr? Oh, das Amerika, das. Ich war nie so, dass ich sage, ja, Amerika. Ja. Ich kenne gar keine Amis. Ja. Wir haben Verwandte in Florida, Deutsche, ja, aber. Die haben auch viel mit Amis zu tun. Aber das, ich weiß nicht, das Amerika, das ist nicht mehr. Ne? Die, aber eins muss man der Amis lösen, ganz klar. Ein Ami ist immer Kerzengrad, how are you? Ne? Arme hochkrempeln und weiter geht's. Ne? Die sind, ein Ami kann dir aus Dreck Scheiße machen. Ne? Nein, das interessiert dich nicht. Auf weiter. Ne? Die sagen, no life, no fun. Ne? Wenn man es übersetzt. Ne? Das, und wenn die eine Krise an die Wand fahren, dann richtig. Ne? Wenn blöd, dann gescheit. Ne? Aber ist klar. Ne? Ja. Aber das, die müssen jetzt mal langsam selber. Ne? Die sind mit der Aktenkörperle sind die an die Haustüren und haben leere Kredite. An der Haustür, Hauptsache Unterschrift, Zins, Hauptsache.
Tilgung egal. Das war doch klar, dass das eine leere Luftbombe ist, wo irgendwann platzt. Und jetzt wundern sich alle, dass Kredite Schulden sind. Ne? Oh, hat uns keiner. Ne? Das ist. Ja, und der Obama, der, wenn der nicht aufpasst, dann kann er nicht schon das Papamobil bestellen. Ja, jetzt mal Spaß auf. Was hat denn der bis jetzt überhaupt? Geh mal nach Amerika und sag Krankenkasse. Geh mal hin und sag Krankenkasse. Die gucken genauso. Ja. Nicht, die wissen gar nicht, was das ist. Die haben die Zahnreihe von 1700 noch was im Gesicht. Ja. Der muss jetzt mal langsam. Da. Oh. Ich hab so lachen müssen. Ne? Da war so Sportler-Ehrungsding, der Obama-Medaille. Was waren das? Ich glaube, war lauter Boxer. Der Tyson, der Foreman und der Ali. Irgendwie Jubiläum, 65 Jahre schwarz oder irgendwie sowas. Ne? Und genau, und wie das schon alles rum war. Ne? Der Obama war schon weg, hat der Muhammad Ali, selber schwarz. Ein Witz noch am anderen. Ich hab so lachen müssen, oder? So, der Obama, der ist ja gar nicht richtig weiß. Da hat er einen Foreman hin auf den Rücken und dem das Bier vorne aus. Und am Schluss hat er noch den Witz, wie viel Neger braucht man für einen Wolkenkratzer zum Saubermachen? Keinen, das ist Frauensache. Ne? Und dann wieder voll ein Ding hin, selber schwarz. Ja, sowas darfst du bei uns nicht sagen. Ne? Wir haben Meinungsfreiheit, aber kommt immer drauf an, bei was. Ne? Mein Boxen heute interessiert mich nicht mehr so, ich guck kaum noch. Ne? Guck mal vielleicht, dass ich mal Sport guck oder Formel 1 auch, ne? Aber der Klitschko ist langweilig. Ne? Der hat ja keinen Gegner. Der Klitschko steht 8 Runden da. Was ist hier? Wer ist das? Na, was will der? Na, dann guckt er auf die Uhr. Ein Schlag und dann geht er heim, frisst die Milchschnitte und legt sie ins Bett. Blödsinn. Okay. Okay. Das hat ja mit Boxen nichts zu tun. Ein Schlag und die Erinnerung ist im Abseits. Bin ich froh, dass ich Klitschko nicht im Ring, da laufe ich lieber auf den Amboss, freiwillig. Ja. Kann ich die Uhrzeit bestimmen. Ja. Aber schätze, privat ist der nicht so. Ja. Privat ist der anders wie beruflich. Ja. Da. So ist es. Mit den Schwarzen. Ja, aber das Amerika, das ist. Klar, die haben nach dem Krieg alles für uns. Ne? Die haben die Rosinenbombe abgeschmissen. Ne? Die haben alles. Ne? Aber das ist nicht mehr. Ne? Die Amis müssen mal bei sich anfangen. Die müssen aufpassen, dass sie nicht mal aus Versehen in den USA einmarschieren. Ne? Aber wir müssen mal für uns gucken. Ne? Wenn wir weiterhin gucken wollen und Brumm und einen Knopf im Ohr, dann brauchen wir wahrscheinlich die Araber. Saudi-Ding oder Araber. Ja. Das ist nicht schön, aber hart. Ja. Und wenn schon, wir müssen ganz klar fair. Nicht jeder Araber ist ein Terrorist. Nein, da muss man fair. Ja. Jeder Terrorist ist ein Araber, aber ja, das ist was anderes. Da muss man. Und Müller, wer wird Weltmeister? Weltmeister? Ja, ich glaube schon, dass Chancen da sind, aber die Frage ist für wen? Hey, komm, Deutschland, jetzt erst recht. Ja, ich glaube ja, dass der Ballack fehlt, das ist natürlich schon ein Geschenk.
Na, das mit dem Ballack, ich glaube, das kriegen schon kompensiert. Der Ballack, der ist da auf der Mittellinie rumgestochert. Ne? Mit dem kannst du doch keinen Blumentopf, der hat Zipfelgesicht. Schau, ich sehe es anders. Ich sage, Deutschland ist eine Turniermannschaft, die WM ist ein Turnier. Also, was soll da schief gehen? Wenn aus Erfahrung kann man schon sagen, wenn wir jedes Spiel bei dieser WM gewinnen, dann können wir Weltmeister werden. Also. So, was ist jetzt mit der Kaffeemaschine? Die Kaffeemaschine, ich nehme sie mit, die kann. Sieht aus. Aber bitte schnell reparieren, ja? Ja, schnell. Wir sind ja im öffentlichen Dienst. Ja. Aber jetzt, du bist doch so ein Experte. Quizfrage: Von wem ist der Satz, dann kam das Elfmeterschießen, alle hatten die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig? Paul Breitner. Stimmt, und wenn du alles weißt, dann kannst du deine Maschine selber einpacken.